14 Tage mit den Höppners durch die wohl schönste Zeit des Jahres. Noch 12 Tage Urlaub. Das Trinkepäckchen. Ein weiterer ereignisreicher Tag am Fischacher See im Sommercamp der Kirchengemeinde neigt sich dem Ende. Die letzten Jugendlichen sitzen noch am Lagerfeuer und essen Marshmallows. Lea und Nico kuscheln in der Nähe des wärmenden Feuers. Bernd und Claudia sind schon in ihrem Zelt oder was davon noch übrig ist, verschwunden. Und Paul und Lukas sind auch auf dem Weg zu ihrem Schlaflager. Oh Mann, bin ich müde. Lukas, ich glaube, ich habe noch nie so viele Marshmallows gegessen. Selber schuld. Danke für dein Mitgefühl. Paul, heute hat's doch nicht geregnet, oder? Nee, es hat, seitdem wir hier sind, noch nicht einmal geregnet. Wieso, fragst du? Ja, weil mein Schlafsack so klamm und feucht ist. Komisch, ich rieche nur den Duft von Orange. Oh, Paul, dein Trinkpäckchen ist ausgelaufen. Das kann nicht sein. Doch, du hast es wohl, als wir heute Mittag kurz im Zelt waren, offen stehen lassen. Ups. Oh, Paul, schau dir das an, hier klebt alles und überall sind Ameisen. Bäh, Ameisen. Oh, Ruhe da. Psst, leise sein, hier wollen wir hier schlafen. Paul, Lukas, alles okay bei euch? Ja, wir haben Ameisen im Zelt. Oh, Mist, wie kommt das denn? Paul hat sein Trinkpäckchen seit heute Mittag offen im Zelt stehen lassen. Ja, dann ist es ja kein Wunder. Wir haben doch extra gesagt, keine Getränke und Lebensmittel in den Zelten. Das lockt nur Tiere an. Und jetzt? Das klebt alles. Ich würde sagen, ihr habt beide eine Nacht unter freiem Himmel gewonnen. Los, holt eure Schlafsäcke aus dem Zelt und legt euch auf die großen Bänke am Lagerfeuer. Morgen wischen wir dann euer Zelt aus, okay? Okay. Na dann, gute Nacht, ihr zwei. Du, Lukas. Ja, Paul? Eigentlich mag ich die Trinkpäckchen mit Orangengeschmack gar nicht so gerne. Oh, das macht die Sache auch nicht besser. Ich will jetzt einfach nur schlafen, ohne Ameisen und ohne Trinkpäckchen.